Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde am Montag um 18.30 Uhr zwischen Rot-Weiß Essen und dem DSC Arminia Bielefeld. An alter Wirkungsstätte für unseren Trainer Uwe Neuhaus, den ich hier herzlich begrüße. Und wir schauen kurz darauf, wer uns am Montag fehlt. Das ist Andreas Vogelsammer, Sebastian Müller und Reinhold Jabo sind nicht einsatzbereit. Und jetzt ist Zeit für eure Fragen und ich bitte um Handzeichen. Ich würde gerne direkt mal mit den Personalien anfangen. Und zwar Andreas Vogelsammer, wie weit ist der? Wann ist ab oder ist schon absehbar, wann er wieder richtig einsteigen kann? Und ja, wie ist der Stand der Dinge? Kann ich gar nicht genau Auskunft darüber geben. Ich glaube, dass es noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Er ist auch jetzt außerhalb von Bielefeld in der Reha oder hat sich auch in den letzten Tagen, 14 Tagen vielleicht, auch gar nicht rund um die Mannschaft bewegt. Also von daher ist das ein Punkt, schwierig einzuschätzen. Ist aber jetzt nicht absehbar. Habe ich irgendwas vergessen noch? Nee. Hast nichts vergessen. Herr Neuhaus, morgen Auftakt gegen RWE. Gibt es da schon so eine Tendenz, dass das auch die Mannschaft sein könnte, die Sonntag oder Samstag darauf gegen Frankfurt aufläuft? Oder wird noch ein bisschen der eine oder andere getestet oder sagen Sie von Anfang an Vollgas, die Besten laufen morgen auf? Ja, als Testen würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Also dafür ist dieses Spiel zu wichtig. Man hat auch seit Freitag gesehen, dass viele Mannschaften noch nicht im Rhythmus sind, dass einige Mannschaften Probleme haben, auch gegen unterklassige Gegner. Das kann uns auch passieren und deswegen würde ich das nicht als Testen bezeichnen. Ich schließe es natürlich nicht aus, dass die gleiche Mannschaft in Frankfurt auch auflaufen könnte. Hängt natürlich so ein bisschen auch von der Art und Weise ab, wie sie agiert. Aber ich glaube, dass es in Richtung Frankfurt dann die ein oder andere Veränderung geben könnte. Also das ist durchaus möglich. Und bei den Neuzugängen, die ja am Freitag, erst letzten Freitag dazugestoßen sind, welche Chancen haben die beiden? durchaus unterschiedlich. Grundsätzlich haben beide Chancen natürlich in der Startelf zu stehen, sonst hätten wir sie nicht holen brauchen. Nur ist es so, von der konditionellen Verfassung ist es beim Ritsu Doğan ja so, dass er voll im Training war. Und beim Mike van der Hoorn ist es so, dass er schon die Vorbereitung mehr oder weniger hat individuell bestreiten müssen. Von daher sind schon ungleiche Voraussetzungen. Teamgeist, Herr Neuhaus, war ein Schlüssel zum Erfolg, auch zum Aufstieg letztendlich. Jetzt sind doch eine ganze Menge Spieler dazugekommen. Wie homogen ist die Mannschaft? Muss sich dann noch manches einruckeln? Wie ist so die Atmosphäre? Ich glaube, dass der Teamgeist nach wie vor ungebrochen gut ist. Natürlich dieses erste Spiel, diese Ungewissheit wieder, auch ein wichtiger Wettbewerb, um auch finanziell in der aktuellen Situation dann auch wieder was gut machen zu können, Runde für Runde anzupeilen, ist natürlich die Ungewissheit schon da. Und ich glaube, ein Erfolgserlebnis würde sicherlich helfen, ein überzeugendes Spiel davon, oder dabei spreche ich dann nicht von einem 5-0 oder so. Das ist auch ein Punkt, der die Mannschaft nicht so sehr belasten darf. Die Erwartungshaltung jetzt auch von außen als Erstligist jetzt ein überragendes Spiel zu machen, davon sollten sie sich befreien. Es ist ein erstes Spiel, was wichtig ist, was wir gewinnen wollen. Und jetzt aber besonders gut spielen zu müssen, weil man eben als Aufsteiger eine andere Liga erreicht hat
Ich glaube, das würde auch einen Platz belasten und da soll sich auch jeder von frei machen. Und nach wie vor sind Fehler erlaubt, das muss die Mannschaft wissen. Natürlich eine tadellose Einstellung und zum Auftakt dann Sieg würde auch für insgesamt die Stimmung ja, absolut positiv sein. Ja, Amos Pieper ist bei der U21-Nationalmannschaft gewesen, war länger, mehrere Tage nicht da. Schmälert das jetzt zu seiner Einsatzchancen im Hinblick auf die Partie in Essen oder eher positiv für ihn, dass er diesen Step gemacht hat? Na, absolut positiv, habe mich total für ihn gefreut und gerade weil er auch im zweiten Spiel dabei war, es war ja schon dann auch ja, dieses entscheidende Spiel mehr oder weniger gegen Belgien. Ich glaube, dass die Chancen eher gestiegen sind, weil den Fehler, den er da gemacht hat, wird er vielleicht dann nicht so häufig wiederholen. Nein, es war ein wichtiger, eine wichtige Erfahrung für ihn gegen international richtig guten Gegner. Wenn es auch nicht so lange war, was passieren kann, so wie ich Amos kenne, wird er das vernünftig aufarbeiten, haben wir auch zusammen darüber gesprochen und wird sich so wie wir ihn alle kennen, dann auch in der Art und Weise damit beschäftigen, dass er versucht, die Fehlerquote zu minimieren, aus diesen Situationen lernt und dadurch eben halt auch noch ein Stück besser wird. Wo wir gerade bei den Innenverteidigern sind, wie geht's Joachim Nilsson? Ist der soweit fit von den Adduktoren her? Ich glaube, die waren es, dass er spielen könnte. Ja, der ist alles ausgestanden, hat überhaupt keine Probleme mehr. Und nochmal gerade einmal zu RWE, dem Gegner. Sie haben ja gesagt, soll jetzt nicht zu viel erwarten. Was ist das für eine Mannschaft? Was wird das für ein Spiel? Ja, das ist schon eine gute Mannschaft, die ja auch nicht nur in diesem Jahr, sondern davor auch schon Ambitionen hat, in die dritte Liga auch erstmal zu kommen. Und ich glaube, längerfristig ist es ein Verein, der Minimum in die zweite Liga gehört. Das wird auch, ich kenne den Verein ja relativ gut, auch wenn es schon lange her ist, immer wieder das Ziel sein. Sie haben sehr viel Tore und Assists eingekauft durch Bakschat und Engelmann. Also die Mannschaft ist schon ja, ernst zu nehmen. Und da werde ich die Mannschaft auch in die Pflicht nehmen. Es gibt keine lustlose oder überhebliche Vorstellung. Wir müssen uns kämpferisch, läuferisch in der Zweikampfintensität mindestens auf dem Level wie RWE auch bewegen. Wir können nicht meinen, nur mit spielerischen Mitteln da alles innerhalb weniger Minuten klar zu machen. Ich habe nochmal eine Frage zu Rizzo. Oh, Moment. Haben Sie sich mal mit Roger unterhalten über den Spieler, wo der im Moment steht, wie fit er ist, oder macht man das nicht? Das könnte man machen, ich habe es aber nicht gemacht. Sebastian Hiller hat einen sehr guten Draht zu ihm. Ich weiß auch, dass die beiden gesprochen haben, also von daher war ein Austausch da. Aber wenn einer in der gesamten Vorbereitung dabei war, hat er auch gespielt, hat Einsätze gehabt, also von daher gibt es ja keine Zweifel. Macht auch einen guten Eindruck. Und auf welcher Position sehen Sie ihn am ehesten? Naja, als ich mich mit dem Spieler beschäftigt habe, hat er fast ausnahmslos auf der rechten Seite gespielt, als rechter offensiver Spieler, der mit dem Hang nach innen zu ziehen, mir aber so eine Fantasie hat entwickeln lassen, dass er auch als Achter agieren kann. Darüber habe ich beim ersten Gespräch schon mit ihm gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er schon auf der rechten Seite, ja, dass es seine Lieblingsposition ist, aber dass er auch selber weiß, dass er auf der Acht auch agieren kann, weil er schon sehr gute Auftaktbewegungen hat, sich vom Gegenspieler zu lösen, auch mal einen Gegenspieler aussteigen zu lassen, ein gutes Auge auch für die Mitspieler hat, um sie vorne in Szene zu setzen. Also da braucht man nicht so viel Fantasie zu haben, um bei ihm auch eine gewisse Flexibilität für beide Positionen ausfindig zu machen.
Eine Frage nochmal zu RWE. Ist ja Ihr Ex-Verein als Spieler und Trainer. Sie kehren ja auch nicht zum ersten Mal zurück als Trainer nach Essen. Sie waren, glaube ich, mit Union auch schon ein paar Mal da und haben da auch schon eine negative Erfahrung gemacht. 2011, glaube ich. Ich kann mich nur noch an den Pokalerfolg erinnern. Der war ein Jahr später, genau. Also Sie haben da schon mal verloren mit Union Berlin als Zweitligist, bei, ich glaube, damals auch war auch Regionalligist, die Essener. Was erwartet Arminia oder wie ist Ihre Rückkehr nach Essen, sagen wir es mal so, mit Arminia? Naja, die ganz großen Emotionen sind natürlich jetzt schon nach so langer Zeit raus und als Spieler von 84 bis 88 in dem Verein gewesen, auch in die zweite Liga aufgestiegen. Als Trainer war das Engagement nicht ganz so lange. Ja, die letzten 4 Spieltage in der zweiten Liga nichts mehr zu retten oder nichts mehr gerettet, kann man jetzt nehmen, wie man will. Dann sofort aufgestiegen und dann nach relativ kurzer Zeit dann auch wieder entlassen oder auf jeden Fall das Weite gesucht. Ich glaube, dass die ganz großen Emotionen bei mir nicht da sind. Natürlich habe ich noch irgendwo eine Verbindung zu Rot-Weiß und habe auch lange Jahre, über 20 Jahre in der Stadt gewohnt. Also von daher ist das nicht ein Verein wie ein x-beliebiger anderer aus der Regionalliga. Das wäre gelogen. Dadurch, dass keine Zuschauer da sind, werden eigentlich die Dinge, die in dem Stadion immer passiert sind, nicht geschehen. Also es ist ein Publikum, was unglaublich fanatisch ist und was die eigene Mannschaft sicherlich tragen kann. Das findet nicht statt und trotzdem dürfen wir nicht meinen, dass dadurch keine Gefahr entsteht. Also diese Mannschaft, das haben wir auch, ich glaube in der letzten Saison haben wir ein Testspiel in der Klosterpforte auf dem Platz gegen Rot-Weiß gemacht. Da haben wir uns richtig schwer getan. Also wir wissen schon, was uns erwartet und was auf uns zukommt. Sie haben die Zuschauer gerade angesprochen. Wie erleichtert sind Sie, dass sich ja jetzt doch abzeichnet, dass auch hier demnächst wieder vor Zuschauern gespielt werden kann? Von Erleichterung kann ich noch nicht sprechen, weil es ist nicht definitiv. Es kann sich jeden Tag auch wieder ändern. Die Situation ist leider noch so. Ich würde es natürlich begrüßen, würde es mir wünschen, dass es nicht nur bei so einem kleinen Einstieg bleibt, sondern dass es relativ schnell dann auch noch größere Anzahl von Zuschauern ermöglicht wird, ins Stadion zu kommen. Das würde uns, ja, ich glaube, alle freuen und würde uns auch gut tun. Ja, wo wir jetzt schon bei der Bundesliga sind, Herr Neuers, Ihre Mannschaft hat in den Testspielen gegen die Erstligisten relativ wenig Tore geschossen, defensiv sehr stabil gestanden, aber nicht viele Tore geschossen. Macht Ihnen das im Hinblick so auch auf die Partie Frankfurt und was dann kommt, ein bisschen Sorgen oder große Gelassenheit bei Ihnen? Wenn ich mich nicht irre, bin ich jetzt erstmal in Richtung Rot-Weiß-Essen-Pokal. Also von daher mache ich mir da jetzt gar keine Gedanken. Das ist wirklich so. Wenn ich der Mannschaft versuche zu erzählen, dass sie sich auf diesen Gegner konzentrieren muss und soll, den Fokus nur darauf richten soll, dann wäre es schlecht, wenn ich jetzt hier sage, ja, ich sitze schon seit Tagen hier und mache mir Gedanken, ob wir gegen Frankfurt ein Tor erzielen können. Also das ist bei mir, das Thema ist bei mir ganz weit weg. Aufgrund der sehr kurzen Woche auch für uns würde ich trotzdem auch gerne noch mal eine Frage zur Bundesliga stellen. Ich hoffe, Sie haben da Verständnis für. Und zwar würden wir gerne für unsere Vorberichterstattung noch mal fragen, wie denn bei Ihnen persönlich jetzt die Vorfreude auf Ihre Bundesliga-Premiere ist. Eigentlich müsste ich die gleiche Antwort ja wieder, weil ich denke wirklich keinen Moment an die Bundesliga. Ich beschäftige mich nicht mit Frankfurt. Ich habe mich gestern Nachmittag dabei ertappt, dass ich natürlich Pokalkonferenz geguckt habe. Konferenz, nicht Frankfurt speziell, weil sich da auch wieder was ändern kann. Dafür haben wir genug Scouts, gute Scouts, die mir in der nächsten Woche Frankfurt vorstellen werden. Und dann beschäftige ich mich wirklich ganz intensiv und dann kommt vielleicht ein Kribbeln oder Vorfreude auf das erste Bundesligaspiel auf. Aber bis dahin ist wirklich nichts rauszuholen aus mir. Ähm,
Was würden Sie sagen, wie wichtig ist das, dass Ihre Mannschaft bis 5. Oktober noch Verstärkung bekommt? Sind Sie so mit der Mannschaft zufrieden oder muss noch was passieren? Gleiche Antwort wie eigentlich immer. Wir halten die Augen nach wie vor offen. Ich habe ja schon viele Positionen gelesen, die auch doppelt belegt sind und wo eigentlich überhaupt kein Bedarf mehr vorhanden ist. Wenn sich was tut und wir eine Chance erhalten, für unseren finanziellen Rahmen nochmal zuzuschlagen, dann ist es nicht ausgeschlossen, aber nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, dass es langweilig ist, aber ist so. Gibt es noch Fragen zum Pokalspiel am Montag? Dann gerne nochmal ein Handzeichen. Aber ich blicke alle entmutigt hinter den Masken in zufriedene Augen. Doch, gut. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen und die meisten sehen wir direkt schon am Montag wieder bei Rot-Weiß Essen und bis dahin noch einen schönen Restsonntag. Vielen Dank.